Okay. Ich merke gerade irgendwie, dass da gerade irgendein Rauschen reinkommt bei meiner Stimme. Oder? Auch nicht? Ah, egal. Ich sehe zwar, dass bei der Tonspur die ganze Zeit dabei. Ich spiele jetzt auf jeden Fall noch die Folge fertig. Wie kommst du auf die Idee, dass ich für dich arbeiten werde? Nun, außer arbeiten gibt es nicht viel, was man auf dieser Insel machen kann, glaub's mir. Und überleg mal, wenn ich erstmal weg bin, dann bist du mit Matche ganz allein auf dieser einsamen Insel. Oh, das würde mir gefallen. Sag mir nicht, dass diese Aussicht nicht ihren Reiz hätte. Ja, im Gewissen schon. Ich habe nicht vor, lange auf dieser Insel zu bleiben. Manny, ich habe die Waffen, die Transportmittel und den Grips. Was willst du denn machen? Erstmal Matche befreien. Ich werde Matche aus diesem Kerker befreien. Manny, bevor ich sie fand, hat sie deinetwegen ein Jahr allein im versteinerten Wald verbracht. Da ist es in meinem Kerker hier vergleichsweise komfortabel, findest du nicht? Nette Insel hast du hier. Die Vorbesitzer wussten gar nicht, was für ein Juwel sie hier hatten. Haben sie für ein Apfel und ein Ei verkauft. Sie ernteten die Korallen ab, die mit dem Kran erreichbar waren, und gaben die Anlage auf. Wir jedoch hatten das Zeug dazu, es bis zum großen Riff zu schaffen. Versuchst du mir schon wieder einen Vortrag über erfolgreiches Management zu halten? Nein, über Sklavenarbeit, Manny. Das ist der wahre Schlüssel zum Erfolg. Das klingt natürlich ganz anders. Ist mein besten Freund getötet? Ja. Was machst du denn hier am Ende der Welt? Oh, das frage ich mich auch jeden Tag. Aber ich werde dich ausbilden, Manny, damit du an meiner Stelle diese unterbelichtete Glühbirnenfabrik leiten kannst. Die machen hier wirklich Glühbirnen? Hector und du, ihr habt eine geheime Basis eingerichtet, um auf ihr Glühbirnen zu produzieren? Ach nein, das ist bloß ein positiver Nebeneffekt. Im Grunde genommen brauchten wir nur einen Ort, an dem wir meine alten Klienten einsperren können. Man kann ja schlecht gute Menschen unkontrolliert im Reich der Toten herumirren lassen. Ja, die diese bringen wilden es Guten. Fertig und erzählen jedem, wie wir ihnen ihr Doppel-N-Ticket geklaut haben, nicht wahr? Nein, also was denen einfällt. Du hast all diesen Leuten die Fahrkarten gestohlen? Okay, wie viel davon hast du noch immer nicht kapiert, Calavera? Copal spielt mir alle guten Kunden zu, nachdem er ihre Tickets in einen geheimen Fonds transferiert hat. Ich verwische die Spuren im Papierkram und dann sorgen wir dafür, dass die Täubchen bei der Perle über Bord springen. Toll, das ist ja gut geplant, das Ganze. Ich wusste es. Du hast wirklich immer nur die besten Kunden bekommen. Ich habe alle bis auf Mercedes bearbeitet, die du ja in diesem lächerlichen Wagen entführt hast. Den habe ich übrigens das letzte Mal bei meinem Besuch in Rubakawa gesehen. Ich weiß nicht, Manny. Solche Flitzer können so gefährlich sein. Ja, aber er war so schick. Ein Ticket für dich, eins für Hector. Wie viele brauchst du noch? Oh, Manny, wir konsumieren doch nicht unser eigenes Produkt. Wir verkaufen die Karten an unglückliche Seelen, die kein moralisches Leben führen konnten, weil sie das unsägliche Pech hatten, reich geboren zu werden. Nein, die Armen. Aber ihr könntet euch doch mit den ganzen Tickets ohne weiteres absetzen. Warum sollten wir? Wir haben einen Weg gefunden, das Totenreich lebenswert zu machen. Also war es nicht meine Schuld, dass Matche kein Ticket bekam. Du hast es geklaut. Nun, aber es war deine Schuld, dass sie im Wald und nicht direkt hier gelandet ist. Aber darum habe ich mich ja gekümmert. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Du hast meinen besten Freund getötet. Den Dämonen? Ach, Manny. Du kannst Dämonen als Fahrer benutzen, sie als Briefträger losschicken oder dir von ihnen Essen servieren lassen. Aber du darfst sie nie als Freund betrachten. Das ist einfach abartig. Ich versuche dann mal weiter zu fliehen. Ja, mach das, mein Kleiner. Okay. Okay, okay, okay. Gibt es hier drin irgendetwas, mit dem ich arbeiten kann? Ich kann ja bei dem sonst nichts machen. Ich habe ihm nicht. Jetzt geht's wieder. Kann ich mit dir jetzt über die neuen Entwicklungen reden? Reden bringt uns im Moment nein, auch kann ich nicht weiter. So, dann bleibt mir eigentlich nur übrig, dass ich dann nochmal rausgehe. Schauen, was da draußen ist. Ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr sagen, weil es schon länger her ist, dass ich das
gespielt habe. Ah! Der kommt mir doch bekannt vor. Hallo, mein Freund. Chipito, hä? Wer da? Oh, du bist es. Oh, ich sollte. Sieh dir meine Augenbrauen an. Ja, die sind mir als erstes aufgefallen. Hör mal, du willst doch sicher nicht, dass der große Krake sieht, wie du ein Schwätzchen hältst, oder? Oh, Junge, du hast recht. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, da gibt's noch eine Option drunter. Wer da? Was? Dieser Meißel sieht etwas übermotorisiert für dich aus. Übermotorisiert? Für Chepito ist nichts zu stark. Wenn du meinst. Netter Bohrer. Den würde ich mir gerne mal ausleihen. Dies hier ist ein schnurloser Hochgeschwindigkeitsschlagmeißel. Und sieh her, es ist ein Alleszerkrümler. Für gewöhnlich geben sie sowas nicht den Neuen. Aber... Wie bist du denn an einen Alleszerkrümler gekommen? Ich habe gute Beziehungen. Und ich hatte Beute zum Tauschen. Tauschhandel ist hier draußen am Riff das Zauberwort. Das Zauberwort? Interessant. Ich möchte etwas tauschen. Nun, da bist du an der richtigen Stelle, Junge. Was soll's denn sein? Ich bräuchte eine Waffe. Oh, das kostet dich aber einiges. Was hast du zu bieten? Meine Sense. Meine Sense? Du willst dich von deiner Sense trennen? Nein. Wenn du was zum Tauschen gefunden hast, dann ist absolut fair. Ich war noch nicht fertig mit dir. Wer da? Was? Beute? Woher hast du denn Beute? Sie liegt überall auf dem Meeresgrund. Schmuck, alte Münzen, ihr mit euren schicken Schiffen könnt das ja nicht wissen, denn ihr nehmt euch nie die Zeit, mal nachzusehen. Gib mir was von der Beute und ich kaufe uns frei. Ich habe alles für dieses Schätzchen eingetauscht. Na du toll. Hast Schmuck und alte Münzen gegen einen Elektromeißel eingetauscht? Es ist ein Alleszerkrümler. Na dann. Entspann dich, bald verkrümeln wir uns von hier. Wir? Wir werden nirgendwo zusammen hingehen. Ich arbeite solo, mein Freund, und ich gehe allein. Tja, ich habe noch eine Menge Riff zerkrümelt vor mir. Daher... Verkrümel dich bitte. Und jetzt reden? Tauschen? Tja, verkrümel... Oh! Ah, okay. Wahrscheinlich kann ich jetzt... Kann ich dir das Hämmerchen geben? Yo, Pito! Hast du schon mal einen echten Steinhammer gesehen? Einen Steinhammer? Nein, noch nie. Aber Junge, den würde ich gern mal ausprobieren. Also ehrlich. Ernsthaft? Das Hämmerchen. Du bist okay. Schick. Oh, du schön. Das ist ein Alleszerkrümler. Was kann ich mit dem jetzt anfangen? Chipito! Lass das Wie bist du denn an einen Alleszerkrümler gekommen? Ich habe gute und ich habe Tauschhandel. Ah, okay. Und jetzt? Ach, da zählt das Waffe, oder was? Dann will ich den ein Schiff. Komm mir nicht schon wieder mit Schiff. Warum quälst du mich so? Du weißt doch, dass ich sie nicht mag. Dann ein Drink. Ein Drink. Wir schwimmen im größten Drink, den es gibt. Drinks sind hier unten leider Mangelware. Tut mir leid. Ein Küsschen? Ein Küsschen. Das ist das Einzige, was ich dir nicht geben kann. Ein Handtuch. Hey, du bist wohl ein kleiner Witzbold. Was kann schäden? Ja, schon ein bisschen. Herr Glottis konnte leben. Dass mein Freund Glottis lebt. Wieso? Was ist denn passiert? Er ist vom Rand der Welt gefallen. Oh, halt dich von dem Abgrund fern. Der ist gefährlich. Lass es dir gesagt haben. Ich habe da schon ganze Schiffe verschwinden sehen. Ihre Maschinen liefen voll Kraft zurück. Sie versuchten Anker zu werfen, aber die Strömung hat sie mitgerissen. Also halt dich besser von dort fern.
Ich glaube, ich weiß, wo ich mein Schiff herbekomme. Wie wär's mit einem netten paar Seidenstrümpfen? Das ist ein begehrtes Produkt. Ernsthaft? Ich könnte dir vielleicht sowas besorgen, aber du könntest das gar nicht bezahlen. Sonst fällt mir nichts ein. Wie wär's mit kleineren Dingen? Zum Beispiel einem Messer oder versauten Büchern. Hast du sowas? Nein, aber sonst praktisch alles. So, okay. Gut, gut, gut. Kann ich jetzt eigentlich den nochmal eintauschen? Besser nicht. Ich will nicht daran erinnern, dass ich es genommen habe. Okay, kann ich mit den anderen reden? Da unten geht's noch weiter. Legt euer Werkzeug nieder. Wir verkrümeln uns von hier. Mann, hätte ich mir nur von Terry das Buch zurückgeholt, dann könnte ich hier richtig was überstiften. Legt euer Werkzeug nieder. Wir Mann, hätte ich mir nur von Terry das Ja, das ist Gewerkschaftsbuch. Wäre jetzt praktisch. So, was gibt's denn hier noch? Ah. Da komme ich nicht hin, ohne dass die Strömung mich über den Rand reißt. Oh oh. Oh. Und jetzt? Hä? Was passiert hier gerade? Oh! Er klettert über den Rand der Welt. Mal schauen, wo es hinführt. Ach, da hängt ein ganzes Schiff dran. Na, ich wusste doch, wo ich mein Schiff herkriege. Und da ist Glottis. Frisch am Werken. Ist das nicht schön? Glottis! Bist du okay? Naja, beim Aufprall tat es etwas weh. Aber wenigstens habe ich mit meinem Kopf ein Blechdurchschlag. Oh Mann, Karnal. Und ich habe gedacht, du wärst tot. Oh Manny, ich hatte so viel Spaß. Hör mal. Ja, das klingt nach Spaß. Ich frage dich, gibt es eine Maschine, die diesen liebevollen Händen widerstehen könnte? Offensichtlich nicht. Ja, offensichtlich. Ich glaube, dieses Schätzchen ist unsere Fahrkarte nach Hause. Oh, gute Idee. Ich habe einfach so aus Spaß an ihr herumgebastelt. Aber die Idee ist gut. Ja, das sieht ihr ähnlich. Ich glaube, die... Oh, ich habe... Sonst sagst du nichts, oder? Kann ich hier irgendwas machen? Ich kann da wieder zurück, auf jeden Fall. Könntest du vielleicht einen Zertrümmer brauchen? Hey, kannst du das hier gebrauchen? Ah, damit hätte ich sie auf jeden Fall leichter aufgekriegt als mit meinem Kopf. Naja, zu spät. Schätz mal, das heißt nein. Okay. Hier drüber schwebt. Sehr schick. Okay, hier unten können wir nichts machen. Der repariert das. Erstmal, sonst habe ich hier keine Einzelteile gerade. Wie weit kann ich da jetzt schwimmen? Kannst du da runtergehen? Tatsächlich. Kann ich da jetzt... Genau. Das umdrehen. Ah. Okay, da geht's wieder dahin zurück. Sehr schön. Wenn ich da jetzt... Komme ich da hoch? Wie er da dagegen anläuft. Ohne Probleme. So, jetzt bin ich aber gespannt, wo wir hier sind. Oh! Oh, ich kann den Kran bedienen.
Okay. Ah, okay. Was ist auf der anderen Seite?